Was geht ab, meine Hose, Falter Hose, und willkommen zurück. Hier sind wir stehen geblieben. Eine Sache aufzeigen, bevor wir loslegen, Freunde. Sorry, falls ich ein wenig entweder verpennt aussehe oder mich gleich ein wenig verpennt verhalten werde. Ja, ich. Ne, verpennt habe ich nicht, aber ich habe mich ein wenig schön. Oh, Vegeto Blue. Ich bin eingeschlafen. Während ein Video bearbeitet, exportiert ist, bin ich eingeschlafen. Aber nicht schlimm, deswegen. Ja. Dranbleiben und weiter geht's. Ist das alles, was du drauf hast, wie unwürdig? Wir geben alles, was sie haben, und es bringt überhaupt nichts. Ich weiß, dass wir gut sind, aber das macht mich echt sauer. Vegeto ist einfach zu stark. Vegeto besiegt uns gerade mit links. Okay, Schluss jetzt. Produktfusion wirken auch nicht ewig. Den habe ich mir bis zuletzt aufgespart. Finale Kamehameha. Oh! Was geht hier vor? Ist so genug Zeit? Vielleicht konnten sie die Fusion nicht mehr aufrechterhalten. Ja, sie konnten das nicht mehr. Hä? Okay, krass. Wir müssen es gleichzeitig angreifen, Vegeta. So! Nur das eine Mal. Let's go. Oh! Okay. Oh mein Gott. Sie konnten ausweichen. Was war das für eine Transformation? Was ist das für bla bla bla? Warum sieht unser Goku jetzt so cool aus? Warum, warum, warum? So können wir doch nicht spielen. Ultra Instinkt. Oh, was zum das ist nicht gut? Unglaublich, einfach unglaublich. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber die gehört jetzt in den Aufruhr. Vegeta verwandelt sich auch. Wow, das ist so cool. Vegeta geht auch über seine Grenzen hinaus. Er hat viel mehr Kraft als ein Super Saiyan Blau. Danke. Gibt es eine neue Kraftzeichen? Das ist echt unglaublich. Ich weiß, dass er. Was, dass er ich ist? Ist trotzdem komisch. Ah, okay. Ist echt aufregend. Super Dashi. Ikizu. Alles klar, Freunde. Ich habe gerade bis hin und her überlegen müssen, welches Team nehme ich. Boah, die haben viel Leben. Dreifach zugefügter Schaden. Ich war mir jetzt total unsicher, wie ich hier vorgehen soll, weil das Ganze wurde auf jeden Fall etwas schwieriger, aber ich habe jetzt einfach mal Runde 1 Team genommen, obwohl mir eingefallen ist, warte mal, ich habe doch auch einen Evo Vegeta, den habe ich noch nie gezeigt, den möchte ich eigentlich auch gerne zeigen. Der hat nämlich auch einen echten Eskalations Actives gesagt, ich mal. Naja, schauen wir, wie der Kampf verläuft, vielleicht kommen wir da noch zurück. Genau, aber noch zwei übrig, ne? Okay. Wir gehen all out. Nein. Ja, okay, versuchen wir es mal. Okay. Die Musik ist genial, finde ich. Ich weiß auch nicht warum. Schau mal, wie viel Heldenenergie die haben. Und die haben beide eine Esse. Also die werden sehr, sehr viel Schaden machen. Vielleicht wäre Cell halt auch nicht verkehrt, um ehrlich zu sein. Ich weiß jetzt, ob die Schadensbehebungen Erhöhungen aufheben. Wenn nicht, würde mein Berserker-Team ja auch total fein sein eigentlich. Müsste aber dann auch vielleicht den Support ändern und den Dackel reinholen. Wegen der Kraftstufe. Aber gut, gucken wir mal. Jetzt sind wir erstmal hier, let's go. Hafenschwimmel aussehen. Ah, welches Gegner ist? Schadensregelung des Gegners aufheben. Okay, shit. Die haben die Schadensregelung aufgehoben. Okay. Nein. Aber so will ich gar nicht anfangen, direkt, um jetzt zu sein. Aber. Okay. What the frick? Wow, okay. Ich glaube, für die habe ich eine andere Idee. Nein, gar nicht. Ich habe nichts gewonnen. Unglaublich. Ich werde die Runde verlieren. Ich werde die Runde auf jeden Fall definitiv verlieren. Ich werde mir gleich noch was anderes überlegen. Boah, magisch. Schön, war schön. Ich werde mir gleich noch was anderes überlegen. Oh, verdammt. Nicht getroffen, ey. Wegen dem Eye-Tempo? Danke auf jeden Fall für Feedback. Ja, eine coole Sache auf jeden Fall vorgeschlagen. Es gibt ein Zubehör, was mein Eye-Tempo senkt.
und noch gewisse andere Sachen. Ich konnte das jetzt noch nicht ändern, ich konnte nicht reingucken. Ich werde es aber jetzt machen gleich. Natürlich verliere ich, natürlich gewinne ich, wenn ich verteidige. Es ist unglaublich, aber es bringt mir nichts. Es bringt mir gerade nichts. Weil jetzt greifen die zuerst an. Und ob ich das wieder verteidigen kann, weiß ich legit nicht. Ja, guck mal, die sind schon alle. Die sind arme. Sorry, ey, die haben ja gar nichts mehr. Wen soll ich da bitte noch. Wen soll ich da bitte rausstellen? Kamba allein oder was? Den kann man wenigstens betäuben. Ihn auch nicht. Weißt du was? Ich stelle nur Kamba raus. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja. GG. Geh zum G. Jetzt. Ah, die greifen. Nee, was? Oh mein Gott, wie aggressiv. Was? Ja, war klar. Krass. Und hier erhöhen die Eye-Tempo, aber. Ich hätte nur noch einen Mirakel retten können. Verdammt, okay, okay, okay. Überlegt mir gleich mal was. Verloren haben wir so oder so. Ich überlege mir gleich mal was. Okay, okay, okay. Aber was ist die Frage? Schauen wir mal. Oh! Mit dem Finisher. Let's go. Boah, wie viel Schaden. Ah, der ist. Alles da, Freunde. So, ich habe jetzt ein bisschen umgestellt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht. Bin mal drauf gespannt. Ich habe im Endeffekt sehr viele Charaktere, sehr viel Zubehör mitgenommen. Auch dank eurem Rat. Die das entweder mein Eye-Tempo senken oder die des Gegners erhöhen. Mehr oder weniger so. Schauen wir mal. Ich bin drauf. Ich weiß nicht. Ich. Da mein größtes Problem. Also, guck mal. Nicht falsch verstehen. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das geil. Das macht das Spiel aus, dass man eben. Sein Setup anpassen muss, je nach Kampf oder je nach Gegner. Das finde ich sehr gut. Mein größtes Problem aktuell ist gerade, speziell heute, ich bin unter Zeitdruck. Und ja, das ist gerade mein Problem, um ehrlich zu sein. Aber nicht schlimm. Gucken wir mal, ob das. Was habe ich jetzt überlegt eigentlich? Genau. Moment. So, jeden rausstellen erstmal und Jiden Korken super angefallen. Jiden macht vermehrt. Ich habe zu wenig. Oh mein Gott, das dann das. Auf eine Sache achte ich, auch die andere vergesse ich. Ich habe zu wenig Kraftstufe. Ja, das ist, wenn ich mich, das ist halt das, wenn ich mir da nicht viel Zeit nehmen kann, dann vergesse ich das. Nicht gut. Wird wahrscheinlich zuerst angreifen. Oh, er vergisst das. Kann man auch gucken, ist so. Ah, dreifach zugestellt. Okay, bitte. Oh, knapp zuerst angegriffen. Okay, jetzt aber die andere Sache. Ich muss mein AE-Tempo gewinnen. Das struggle ich gerade die ganze Zeit. Ohne Spaß. Ich muss die AE-Kämpfe gewinnen. Okay, das struggle ich gerade ein bisschen langsam. Machen wir auch ein bisschen nervös. Aber gut. Vor allem mit Jiden hier. Guck mal, wie knapp das war. Ich fehl dich an. Oh mein Gott. Aber sehr gut. Weil Jiren macht auch vermehrt Schaden gegen Goku. Und das sollten wir jetzt quasi geschafft haben, hoffentlich. Er kann recht one-shotten. Ja, genau, perfekt. 50.000. Sehr schön. Das freut mich gerade wirklich. Weil das Ding war, Freunde. Das Ding ist, guck mal. Das ist das. Ich finde das gut. Das macht das Spiel aus, wenn man die Setups dreht. Also anpassen muss. Was ich jetzt quasi gemacht habe, ist. Ich wollte trotzdem auf Runde 1 gehen. Ich habe viel Zubehör mitgenommen, was mein AE-Tempo senkt. Da waren auch viele Vorschläge von euch. Vielen Dank dafür. Zum Beispiel drittes Auge hieß eins, meine Dragon Balls. Dann gab es auch etwas wie. Okay, dann hatte ich. Also, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das Setup getestet habe. Ich muss schon ein bisschen hantieren. Zuvor ist das Problem, dass Jiden nicht auf seine Ulti kam, ich keine Heldenenergie hatte. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich nehme den Prisoner Trunks rein, weil wenn ich ihn mit einem verbinde. Oder Linke, dann bekommt der seinen Superangriff. Deswegen habe ich Jiren gestellt. Okay, dann habe ich aber Trunks ganz sicher erst in Runde 1, muss ich ihn als Unterstützer setzen. Deswegen habe ich nachgeguckt, okay, gibt es irgendein Zubehör, was
das verknüpft mit dem AE. Da gab es eins, es ist solider Kampf. Solider Kampf habe ich den Chance gegeben, wenn der Charakter, der solider Kampf hat, Zubehör, so heißt der Zubehör, in den Unterstützungsbereich gestellt wird, dann wird vom ganzen Team, von meinem ganzen Team das AE-Tempo gesenkt. Und so habe ich quasi gespielt und es hat funktioniert. Das freut mich wirklich sehr. Sehr gut. Ich hätte nicht erwartet, mal so stark zu sein. Ich darf nicht verlieren. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das, oh mein Gott, es hat ein bisschen gedauert, um ehrlich zu sein. Und ja. GG. G zum G. So, Virus ist uns im Weg oder was macht er? Will er auch kämpfen? Oder was ist ein Aufladungseinschlag? Ist ein Kampf, okay, ist ein Kampf. Gut, dann schauen wir, wie das jetzt verlaufen wird. Das Problem jetzt wird aber sicherlich sein, ich kenne den Gegner nicht. Wenn Virus. 30.000. Okay, okay. Im Endeffekt werde ich jetzt quasi mit dem mit derselben Denkweise hingehen. Ich habe dasselbe Team genommen. Bin gespannt, ob es klappt. ja. Guck mal. Ja, das Ding ist gerade, ich habe gerade, indem ich das Ganze aufnehme, Zeitdruck. An den Tag raus, ein bisschen Zeitdruck. Das war ich gerade ein bisschen nervös. Ist im Endeffekt wirklich nicht schlimm. Ich habe es nur ein bisschen falsch eingeplant, aber also ist wirklich nicht schlimm. Ich würde es halt gerne nicht in die Länge ziehen, ja, wisst ihr, was ich meine? Das mag ich ja eh nicht. Schauen wir mal, wie das jetzt funktionieren wird. Jetzt habe ich wieder G-Den. Ah, okay, vielleicht müsste ich nicht unbedingt G-Den. Einen super Angriff gegeben, weil wir jetzt nicht gegen Goku kämpfen, aber nicht schlimm, nicht schlimm. Guck mal, der macht aber dann dreifachen Schaden, wenn warte mal, habe ich den Roboter weggedrückt? Ich glaube ja. Ich hab nicht zwei Helden aktiviert, oder? Ich habe den einfach weggedrückt, kann das sein? Verdammt, wer hat jetzt alles einen Superangriff? Nur Jiren oder was? Was habe ich gemacht, ganz ehrlich? Oh, was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Oh Mann, oh Mann. Ja, GG, und dann fällt ich auch noch so knapp. Was habe ich gemacht? Ich verstehe es nicht. Und genau das wollte ich nicht. Ich wollte es nicht in die Länge ziehen. Und jetzt. Oh mein Gott, wieso habe ich auf B gedrückt? So. Oh. Zwei Heldenergie. Trotzdem keine Super-Attack oder was? Ah, ja. Was? Erst nach dem Angriff. Erst nach dem Angriff. Schade. Sonst hätte Rui und C17 auch einen Super-Angriff gestartet. Das war wegen dem Zubehör, by the way. Schade. Ja, wäre auch vielleicht ein bisschen zu OP, oder? Vielleicht auch nicht. Man muss ja die Eilkämpfe erstmal gewinnen. Naja. Schade, echt. Okay, was mit dem? Puh, okay, ja gut, wenn wir das im Endeffekt auch gewinnen, dann kann ich nichts dazu sagen. Dann passt es auf jeden Fall. Oh, okay, gut. Dann greift der mehrmals an, richtig? Richtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich will nämlich nicht, dass ein Charakter betäubt wird. Um eins zu sagen. Minus der Energie. Wow, danke dir, Jos. Boah. Ich stell trotzdem ihn raus, mir egal. Er wird höchstwahrscheinlich. Ah ne, obwohl ich hab wieder einen Boost. Guck mal, wer zuerst angreift. Ich hoffe, ich. Sehr schön, sehr schön. Okay, gut. Virus ist nicht so schnell wie die letzten Kämpfe, Gott sei Dank. Sehr gut. So. Okay, gucken wir mal. Let's go. Unlucky, schade. Schade, schade. Bitte lass dich in die Länge ziehen. I love this game, man.
Oh mein Gott. Was sei denn, der Doktor. Nee, okay. Wieso hat der auf einmal so schnell, ey? Keine Ahnung. Oh, das Game. Kannst du ihn so umhauen direkt? Komm schon mal, Boy. Keine Lust, das in die Länge zu ziehen, wie gesagt. Nee. Sehr schön, oh mein Gott, sehr gut. Der hat nämlich ja super noch. Okay, sehr schön, sehr schön. Oh, okay. Der will es halt doch noch in die Länge ziehen. Kam da. Alles klar, verstehe ich. Gut, bin dabei. Okay, okay, alles klar. Alles klar, kam da. Danke. Nochmal? Spaß, okay, jetzt. Komm, hau ihn zur Seite. Sehr schön. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. G zum G, sag ich mal dazu nur. Wirklich. Raus mit den Cowels. Oh, sehr schön. Tschüss. Gut, alles klar. Also, wir haben... Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video gehen wird. Wir machen noch ein bisschen. Vor allem die Sequenz gleich will ich sehen. Die genau wichtig. Ich weiß aber nicht, wie lange das Video gehen wird. Weil ich hatte echt... muss echt viele Setups rumprobieren. Habe auch ein paar Kämpfe, also nicht gezeigt. Weil die Setups nicht funktioniert haben. Ich hoffe, das passt. Ihr könnt mich sogar besiegen, Bills. Ich weiß halt nicht, wie ich das gerade managen werde. Also, wundert euch nicht, falls ich... kürzer ist als sonst. Ich bin viel stärker als Zedo, ganz in Form von ihm. Dieser Zedo ist vorübergehend. Menschen sind zu schwach. Was für ein schöner Schein. Das macht es natürlich zerbrechlicher. Genau, Menschen können niemals so stark wie Götter sein. Na dann beweis es. Oh, was hast du gesagt? Wenn du wirklich so stark bist, sollst du kämpfen. Dann wissen wir, wer hier der Stärkste ist. Oh, das Gott der Zerstörungsteam soll also auch kämpfen. Ja, gute Idee. Geil, das wird witzig. Guck mal, wie die das alles drehen, ne? Was, willst du nicht kämpfen? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Verdammt, sieht so aus, als ob wir kämpfen müssen. Viel Glück, Bills. Sei bloß still, dann kommen wir uns das Ganze eingebrockt. Echt jetzt? Du Kleiner, sei nicht selbstgefällig, nur weil du nicht zerstört wirst. Oh mein Gott, okay, interessant, interessant. Ja, gut, aber vor uns stand da jemand, dann heißt es, gegen den müssen wir auch kämpfen. Eigentlich ging der Kampf vom Virus nicht so, nicht so lang. Deswegen würde ich sagen, machen wir diesen Kampf auf jeden Fall noch in diesem Part. Let's go. Gut, dann schauen wir, was er zu bieten hat. Also legit seinen Namen vergessen. Wie ist er denn noch gleich? Irgendwie wie ein Drink, ne? Ja, wie heißt er alle so? Liquor. Komm ran, Junge. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt darf ich meinen Roboter nicht wegdrücken, ey. Hab ich den vorhin echt weggedrückt? Ja, ich, legit, ja. Liquor so. So. Und alle raus, außer den Chance. Soll ich es wieder Jiren geben? Ich glaube ja, aber wenn dieser Superangriff durchkommt, dann der macht halt dreifachen Schaden. Weil die noch anvisieren kann. Ah, warte mal, die Sache ist auch. Nee, 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 okay, okay, okay. Kann schon sein, dass ich dann im letzten Kampf den Roboter aktiviert habe, aber ich kämpfe nur gegen einen. Deswegen bekomme ich durch Mass King nicht so viele, nicht so viel Heldenenergie. Also deswegen haben wir auch nicht alle. Ja, okay, 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 okay. Legit. Oh mein Gott. Ja, okay, okay, doch, daran kann es auch gehen. Ich kämpfe nur gegen einen. Ich bekomme nicht viel Heldenenergie dadurch. Puh, nicht gut. Heißt, ich hab auch nur Jiren wieder sein Essay. Ja, okay, GG. Let's go. Boah, gut, ohne Spaß, sehr gut. Hat er sehr viel Scham machen. Okkursiv! Die Sirene! Warrior. Oh, okay, hat's überlegt. Oh, ob die anderen das jetzt schaffen oder eins? Absolut eins, so, das ist so schlimm, aber. Man will's ja nicht in die Länge ziehen. Guck mal, wie knapp. Das ist, wenn. Hey, als ob der gewonnen hat. Daran scheitert's jetzt, ganz ehrlich. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich bin mir dessen so sicher, dass es daran gescheitert hat. Oh, mein Gott. Naja, nicht schlimm. Boah, was geht mit dem? Und das gewinne ich? Guck, daran hat es gescheitert. Oh, okay, nein, ich nehme alles zurück. Kanba ist aggressiv. Kanba ist aggressiv. Der will Zeug wissen. Der hat auch keinen Bock wie ich. Doch, daran hat es gescheitert. Daran.
Verdammt, ich wusste, dass es daran scheitern wird. Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Oh mein Gott. Egal, egal, nicht schlimm, komm. Nicht schlimm. Das können wir auf jeden Fall verkraften, aber das nicht. Hey, beruhigt euch. Beruhigen Sie sich. Ah, oh, okay, lol, der greift Cheater an. Die Sirene, aua. Ey, lass das. Außer für alle halbieren, wie aggressiv der ist. Warte mal, wer ist alles betäubt? Niemand. Es geht alle raus, mir egal. Ey, ja, alle raus, kommt alle raus, mir völlig Wurst. Nochmal Kraftboost, damit die den zur Seite klatschen können und dann. Genau, wer ist auch mehr drin, ja. Perfekt, guck mal, sieh mal einen an. Sehr gut. So. Ja, perfekt gewonnen, sehr schön, sehr schön. Raus mit dir. Gut. Liquir oder wie der hieß, haben wir dann auch besiegt. Dementsprechend dann guck ich mal ganz kurz, ob danach noch irgendwas abgeht. Vielleicht eine Sequenz oder sowas. Wenn nicht, dann machen wir Schluss für den Part. Genau. Ja, gut, dass noch alles geklappt hat im Endeffekt. Nochmal, ey, jetzt. Da habt ihr doch einfach. Was soll das alles? Komm, Goku, zieh das uns nicht in die Länge, Bro. Danke, ja, ja, Silberdrachenblitz. Dieser Goku, ey, immer dieses Showmaker einfach. Was für ein Showmaker? Kannst du das bitte beenden? Dankeschön. Ey, was? Slack gerade auch die ganze Zeit, sorry. Naja, der ist erledigt. Alles gut, schauen wir mal, ob irgendwas kommt. Wenn nicht, dann wär's für eine Party. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen, Freunde. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, dann machen wir das nächste von Yasuo weiter. Sehr gut. Also, bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after.